Oh, ein Münzlein. Ein Münzlein. Ich versuche sie euch zu zeigen. Hier, da ist sie. So halb drin im Boden. Zack. So, ein Kollege hat gerade einen schönen Fund gemacht. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Oh. Oh, schön. Hoffentlich klingelt die noch irgendwann im Nachhinein, wenn ich sie sauber mache. Bin ich hier nochmal raufgegangen und die soll es in sich haben, denn hier führt ein alter Landweg lang, der mal früher hier durch die, ja, durch den Acker überging. Und ich hoffe, wir können hier ein paar Funde machen, ein paar geschichtliche Funde natürlich auch aus der Vergangenheit. Und mal schauen, wir sehen uns also gleich beim ersten Signal, Leute. So, wir kommen zum nächsten Fund. Hab ihn hier schon rausselektiert. Und ja, wir gucken mal gemeinsam nach, wo das Ding drin steckt. Oh, oh. Holla. Ach, ich dachte, das ist eine Münze. Ist ein Uhrengehäuse. Das ist ein kleines Uhrengehäuse. Glitzert noch leicht. Könnte auch versilbert sein. Aber das ist doch mal ein schickes Teil. Habe ich letztes Mal auch schon zwei gefunden. Das ist auch noch gut erhalten. Das kriege ich noch schön sauber. Klar kann man daraus keine Uhr mehr machen. Also es gibt ein paar Leute, die machen die Dinger. Aber ja, da die hinzuschicken, wäre einfach scheiße. Aber ich hätte gerne mal eine komplette Uhr, eine ganze Uhr. Das wäre auf jeden Fall schön. Aber das ist doch trotzdem ein schönes Signal. Und ja, packe ich in meine Fundtasche ein. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Fund. Also, ein Uhrengehäuse und ich blinze euch gleich nochmal ein in der Fundzusammenfassung. Also, bis gleich. Kommt zum nächsten Signal. Das hat hier ausgeschlagen mit 70. Ah, jetzt sind es da 70, aber manchmal auch weniger. 87, 86. 86er Signal. Da hinten piept es irgendwo die ganze Zeit. Polizei oder sowas fährt da hinten lang. Oder Feuerwehr oder Krankenwagen. Naja, hat mich gerade nur ein bisschen verwirrt. Aber okay, alles klar. Gucken wir mal gemeinsam hier, wo das Ding stecken könnte. Hä? Da war doch gerade was. Da muss ich. Oh! Oh! Ein Münzlein. Ein Münzlein. Ein schönes, dickes Münzlein. Schönes, dickes Münzlein. Schaut euch mal näher ran. So, vielleicht kann man jetzt mehr erkennen. Ja, scheint irgendwas mit einer Blume hinten drauf. Vorne ist irgendwie so ein Athener Tempel. Republik. Österreich. Ach, Österreich. Ein Schilling. Ein Schilling ist das. Cool, mein erster Schilling. Habe ich auch noch nicht gefunden. Blende ich euch natürlich ein. Der ist noch super erhalten. Die sind doch allgemein richtig schön dick. Mein Kollege hat vorhin nämlich so eine englische, britische Münze gefunden. Die zeige ich euch später vielleicht auch nochmal in der Fundzusammenfassung. Aber das ist doch mal ein schöner Fund wieder. Noch eine Münze. Naja, sag mal, jetzt muss ich aber langsam mein Coinpad rausholen. So geht das nicht. Da muss ich die Münzen jetzt noch rüberpacken. Wenigstens die jetzt. Und die silberne, so, guckt euch das an, ich habe hier nichts drin. Habe alles bis jetzt immer nur in meine Fundtasche gepackt hier, die da ist, zack.
Aber ich guck mal. Ja, das Uhrengehäuse. Jetzt haben wir noch hier den Reiter. Die Uhrengehäuse, die können da drinnen bleiben. Das kann auch da drinnen bleiben. Das Silberne, den will ich haben, ne? Da ist er. So, das silberne Teil. Das nehmen, packen wir auf jeden Fall rein. Dann ist der hier drinnen. Der von 1766, habe ich auch gefunden. Ja, und dann halt die zwei Zinker hier. Die packe ich auch mal daneben. Und ja, wo war da noch irgendwas? Ach, 50 sich Regen bringt Segen. Und auch noch dabei die verkrüppelte Münze. Ah ja, der Knopf. Der Knopf. Und, ach, das ist die von 1766. Was war das denn hier? Ach, der Kaiserreichpfennig, der Zehner. Der Zehner war das, alles klar. So, ja. Sieht doch auf jeden Fall nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ja, wir ziehen noch auf jeden Fall hier ein paar Touren durch über den Acker und ich melde mich, soweit der nächste Fund hier zu verzeichnen ist. Aber das sieht doch schon mal schön aus. Hier Schilling, Knöpfchen, 50 Pfennig, ein asiatischer Kreuzer, würde ich mal sagen, oder keine Ahnung, asiatisches Geld. 10 Pfennig, ja, 1766, das ist natürlich, ich hoffe, das ist Silber. Das ist natürlich der Knüller des Tages. Und ja, wir ziehen jetzt noch weiter. Also, wir sehen uns gleich beim nächsten Signal. Passt das hier überhaupt rein? Ah, das Uhrengehäuse muss leider raus. So, also der Rest wird reingedrückt und wir sehen uns beim nächsten Signal, Leute. Bis gleich. So, wir kommen zum nächsten Signal. Habe ich auch schon das Loch hier ausgehoben. Und guckt euch diesen fetten Wurm an. Boah, der verschwindet. Nee, Digga, du verschwindest nicht. Guckt euch das dicke Teil an. Riesig, oder? Also ich packe ihn auch gleich wieder ein. Aber da soll mir jetzt hier schön was Schönes zum Vorschein zeigen. Hä? Hast du hier nichts versteckt bei dir oder was? Nee, das war es aber nicht. Naja, wir schauen auf jeden Fall. Ich schalte euch gleich wieder ein. Ich wechsle mal kurz die Batterie vom Pinpointer. Ah, jetzt haben wir es. So. Hier haben wir kleine Münze anscheinend. So eine viereckige. Oder irgendein Anhänger. Habe ich auch noch nicht gefunden. Aber habe ich wirklich vor kurzem auch bei Atze Friebel gesehen. Dass der da auch... Ach, das ist eine... Das ist eine... irgendein Anhänger. Ich blende es euch auf jeden Fall mal ein. Viereckiger Anhänger mit einem Kleeblatt hinten drauf. Also ist doch keine Münze. Ist irgendein Alu-Schrott. Aber ich habe ewig gebraucht, das Ding hier raus zu selektieren. Aber ich habe es endlich mal gefunden. Und ja, ist irgendwie ein Glückschip, würde ich sagen. Alles klar, packe ich ein und wir ziehen weiter. Bis zum nächsten Signal. So, nächste paar Meter, Aushub gemacht. Wir schauen mal zusammen nach. Ah, oh. Nee, das ist nicht. Das hat aber auch schön geglänzt. Oh, ein Knöpfchen. Oh, mit Kanonen. Da sind Kanonen drauf. Da sind Kanonen drauf, aber leider ohne Öse. Leider ohne Öse. Hä? Leider ohne Öse, aber vorne erkennt man schöne große Kanonen, die sich kreuzen. Cool. Sieht auch noch aus wie von One Piece. One Piece. Den, 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 den. Nee, cool. Ein Knopf mit zwei Kanonen drauf. Da bin ich mal gespannt, was ich recherchieren kann. Ich denke mal, es ist aus der Kaiserzeit. Aber ich zeige es euch nochmal gleich in der Fundzusammenfassung und was das natürlich ist.
recherchiere für euch natürlich im Nachhinein. Alles klar, nächster Fund. Ein Knöpfchen mit zwei Kanonen drauf. Cool. Wir sehen uns gleich beim nächsten Signal, Leute. Also, wir ziehen weiter. So, wir kommen zum nächsten Signal. Hier liegt wirklich sehr viel Müll an der Oberfläche. Man muss wirklich zwischen solchen Sachen hier auch selektieren. Das liegt hier einfach im Boden drin. Ups. So, da. Ja, und ja, wir gucken jetzt auf jeden Fall mal nach dem Signal. Da scheint es drin zu sein. Oh, da haben wir es schon. Da haben wir es schon. Oh, oh, na, oh. Scheint ein Anhänger zu sein oder so. Guckt euch das an. Der hat sogar Löcher da drinnen. Das ist doch mal ein verrücktes Teil. Ja, scheint, als wäre hier auch in der Mitte ein kleiner Stein drin gewesen. Ah, das ist doch mal ein starkes Teil. Ich würde sagen, ein Anhänger, da er ja hier so eine kleine Öse hat. Aber ja, cool. Kleiner Anhänger. Ich glaube, da erkenne ich noch auch leichte Verzierungen hier an der Seite. Ja, starkes Teil packe ich ein und zeige es euch gleich nochmal schön ausgelegt in der Fundzusammenfassung. Und wir ziehen weiter. Also, bis zum nächsten Fund, Leute. Schauen wir doch mal nach, was da drinnen liegt. Auf 4. Zack. Bob. Pinpointer. Gucke mal. So funktioniert das Ganze hier. Wieder eine Münze. Ich denke mal, 50 sich Regen bringt Segen. Ja, ja. Ich sehe schon leicht durchschimmern. Sich Regen erkenne ich. Und hinten wird wahrscheinlich der 50er drauf sein. Alles klar, wird eingesteckt. Zack. Und uppa, wir ziehen weiter. Wir sehen uns gleich beim nächsten Signal, Leute. So, Freunde. Der nächste Fund hat sich gezeigt. Und der muss hier irgendwo drinnen liegen. Laut Detektor. Und wir gucken uns gemeinsam an, was wir hier rausziehen können. Ich hoffe, es ist wieder was Schönes. Kam auf jeden Fall richtig schön reingeknattert mit 86. In einem langen Ton. Na, oh, ich sehe es schon. Ich sehe es schon hier. Oh. Das könnte, ja, das ist Tag der Arbeit Abzeichen. Tag der Arbeit. Das erste heute. Davon haben wir noch nicht so viele gefunden. Ja, auch noch gut erhalten. Muss ich schon sagen. Gefällt mir, gefällt mir. Ja, Tag der Arbeit Abzeichen. Kennt ihr alle? Habe ich in den letzten Videos öfter gefunden. In den letzten Videos einmal, dreimal, das nächste Mal wieder dreimal. Und jetzt haben wir hier wieder das nächste. Ich hoffe, das bleibt dabei, denn davon habe ich mehr als genug und möchte sie auch nicht weiterhin finden. Deswegen wird das hier das letzte sein, was ich euch zeige. Und die nächsten werde ich euch dann einfach nur in der Fundzusammenfassung nur noch zeigen. So, ein Tag der Arbeit Abzeichen von 1934. Ja, sieht man eh nicht mehr, den Krawallbalken. Aber er ist noch super halten, bis auf hier die Seite. Schön, wird eingesteckt und wir ziehen weiter mit dem Detektor. Also, bis da nach vorne zu meinen Freunden. Freunde, da vorne ist eine kleine Mittelinsel hier auf dem Feld und ich laufe die einmal hier komplett an der Seite lang. Da vorne ist mein Kollege.
falls man ihn noch erkennt. Aber ich laufe hier mit ihm die Seite lang und schaue natürlich, was sich hier noch im Boden verborgen hält vor mir. Also, wir sehen uns gleich beim nächsten Fund, beim nächsten Signal. Ich ziehe hier weiter meine Bahn. Also, bis gleich, Leute. Ja, immer noch hier am Laufen und ich bin hier gerade vorbeigelaufen. Und da springt es mir entgegen. Seht ihr es schon? Ich versuche sie euch zu zeigen. Hier, da ist sie. So halb drin im Boden. Zack. Da ist sie. Ja, 10 Rentenpfennig, denke ich mal, sind das. Ja, sie glitzert auch noch schön. Schön leicht golden. Die, ja, habe ich leider nicht von der Seite gesehen, sondern nur von der Oberflächenseite. Aber ja, 10 Rentenpfennige sind hier. Ich blende sie euch nochmal ein und wir ziehen weiter bis zu dieser kleinen Mittelinsel hier zwischen den beiden Feldern. Also, bis zum nächsten Fund. Bis zum nächsten Fund. Ich schalte euch mal wieder rein zum nächsten Signal. Ich habe hier nur den Aushub gemacht und ach, da hast du dich drin versteckt, also ja. In der Wurzel. Willst du mir erzählen? Guckt's euch an. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Guckt's euch an. So liegen die hier drinne. Guckt's euch an. Nee, hör auf. Digga, das ist eine Münze. Ey, hör doch auf. Was steht denn da jetzt schon wieder drauf? Hör auf. Das ist, glaube ich, eine kleine silberne. Oder Alu, aber was da drauf steht? Eine 10? Eine 10 Ohre. Ohre. Irgendwas mit O. 10. Ja, gut. Okay. Ob es jetzt wirklich eine Münze ist oder doch nur irgendwas Komisches? Weiß ich nicht. Ja, einen Moment, ich blende euch mal kurz ein. Ja, so etwas hier Merkwürdiges. Da oben erkenne ich meines Erachtens Ohre. Und hier ist eine 10 zu erkennen. Merkwürdig. Ich recherchiere auf jeden Fall und blende sie euch gleich nochmal ein. Aber das ist doch mal ein schöner Fund. Aber der wiegt wie Alu. Ich glaube nicht, dass das eine Münze ist. Aber ich packe sie trotzdem ins Coinpad. Hab's heute vorher nicht sauber gemacht und deswegen, beziehungsweise nass gemacht und deswegen erkennt man jetzt hier nichts drauf. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, es ist aber eine Münze, glaube ich. Gut, ich blende sie euch nochmal ein, wenn ich sie gesäubert habe und wir ziehen weiter. Also bis zum nächsten Fund. So, ein Kollege hat gerade einen schönen Fund gemacht. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Oh. Oh, schön. Ist echt ein Wappen mit einem Schwert drin. Cooler Fund. Da ist irgendein Tier noch an der Seite. Hier ist ein Leopard oder so eine Scheiße. Das sieht schön aus, wirklich. Gratuliere, Digga. Stabiler Fund. Ja, ich war auf dem Weg hierher. Ich suche jetzt mit dir zusammen mal ab. Ich habe auch was Cooles gefunden, ich kann es dir mal zeigen. Das sieht richtig schick aus, wirklich. Also ich habe sowas auch noch nicht gefunden, das sieht richtig schön aus. Ja, ist ein Schwert, doch, doch. Hast du noch eine Bürste dabei? Nee. Naja, hier, ich habe irgendwas komisch Merkwürdiges gefunden. Ich glaube, das ist eine Ohre oder sowas. Okay. Scheint eine ältere Münze zu sein. Nice. Ja, das habe ich so gefunden jetzt bis jetzt. Ja, cool, gratuliere. Na dann, ziehen wir jetzt hier weiter lang und wir sehen uns bei den nächsten Signalen, Leute. Bis gleich. So, jetzt mal live mitgegraben, was der Kollege hier an der Seite am Ackerrand rausziehen kann aus dem Boden. Mal gucken. Okay, in der Hand hattest du es schon mal. Ist es ein Münzlein? Ist es kein Münzlein? Irgendwas ultra kleines schon wieder. Wow. Ach, das? Echt? Das kann es aber nicht gewesen sein. Ja, hier ist noch was anderes. Das kann es auf jeden Fall nicht gewesen sein, wenn das Signal so stabil reinkam. Ja, das ist mir so
Ja, der ist auch sehr vermüllt, der Boden, ne? Muss man schon sagen. Na gut, also doch kein so cooles Signal, wie ich eigentlich erwartet habe von ihm, nach dem Ding hier. Aber ja, das ist doch mal ein schöner Fund. Achso, wir haben herausgestellt, dass das hier eine Schlange ist unten. Zack, hier einmal geschlängelt um das Schwert herum. Fund von meinem Kollegen. Cool, cool, cool. Hier, pack ein. Und verschwindet es bei mir in der Mülltasche. So, wir ziehen weiter. Also, bis zum nächsten Signal. Leute, was soll ich sagen? Ich gucke hier die ganze Zeit, aber irgendwie find ich das Signal hier nicht mehr. Ich habe jetzt auch den Pinpointer getauscht. Aber soll ich hier irgendwo liegen? Aber wo? Hier laut Detektor? Hä? Soll das hier irgendwo an der Seite liegen? Also doch, das hier. Okay. Ja, irgendeine kleine Schnalle. Eine kleine verbogene Schnalle. Okay. Gut, packe ich ein und ziehe weiter. So, 76er Signal. Na, Schuppe, komm weg da. Draußen ist es. Und dann schauen wir mal. Okay, es liegt genau bei meinen Füßen. Irgendwas komisch in sich geschwungenes. Okay, 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 okay. Scheint irgendwie eine alte Konstruktion von einem privaten Flug gewesen zu sein. Keine Ahnung. Oder einfach nur vom Zaun vielleicht irgendwas. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ihr seht ja, wie es hier verbunden ist mit irgendwelchen Drähten. Aber was das mal war, habe ich echt keine Idee. Keine Idee. Gut, wird eingepackt und wir ziehen weiter. So, wir sind jetzt hier einmal um diese Mittelinsel hier gelaufen. Setzen uns auch da gleich kurz zur Pause hin. Aber ich würde euch mal den nächsten Fund zeigen. Und ich glaube, das ist ein kleines Herz hier, was oben zu sehen ist. Ja, scheint ein kleines Medaillon zu sein. Aber da ist auch eine 15 drauf. Wertmarke kenne ich da drauf. 15er Wertmarke mit einem Herz eingestanzt. Das ist ja auch mal ein stabiler Fund. 15er Wertmarke mit einem Herz eingestanzt. Sieht doch echt nicht professionell gestanzt aus, also als hätte das jemand wirklich selbst gemacht. Aber ist doch mal eine verrückte Münze. Habe ich auch so noch nicht gefunden. Also 15er Wertmarke. Ja, keine Ahnung aus welchem Jahr. Aber sieht schick aus. Packe ich ein und wir ziehen weiter. Die Sonne geht im Hintergrund unter und wir machen uns auf den Rückweg. Da hinten steht unser Auto. Da ist mein Kollege und mein Begleiter, mein Bro. Ja, und das hat sich hier herausgestellt, dass wir 200er Inflationsgeld gefunden haben. 200 Mark. Leicht angeschlagen, krumm, aber noch gut erhalten. Packe ich ein und zeige es euch gleich nochmal in der Zusammenfassung. Also, wir ziehen weiter. Bis zum Ende. Bleibt dran. So, Freunde, der nächste Fund hat sich gezeigt. Und diesmal haben wir wieder eine Münze. Und zwar 500er. 500 Mark Inflationsgeld. Von 1900. Ich will nichts Falsches sagen, 25 oder 23. Ja, die kriege ich auf jeden Fall nochmal schön sauber und zeige sie euch gleich nochmal in der Fundzusammenfassung und am Ende ausgelegt natürlich. Also, wir ziehen weiter und wir sehen uns gleich beim nächsten Signal, Leute. So, Freunde, ich komme gleich zum nächsten Fund, aber schaut euch mal das an, wie die Sonne schön untergeht im Hintergrund. Und
den schönen Sand hier bestrahlt für uns. Das sieht einfach traumhaft aus. Deswegen liebe ich dieses Hobby, die Ruhe, die Gelassenheit. Alles verändert sich Stück für Stück vom Wetter her und sieht traumhaft aus. Verändert sich am Tag 3-4 Mal. Einfach traumhaft. So, aber ich habe hier schon den nächsten Fund rausselektiert. Und zwar ist er mir hier entgegengesprungen. Und es handelt sich hierbei... Oh, okay, leider keine Münze. Gut, dann habe ich mich wohl zu früh gefreut. Na gut, aber dieses schöne Wetter lässt mich das einfach vergessen. Auch wenn ich den Müll finde, überwiegend jetzt auf der Rückrunde. Aber es macht dennoch Spaß und ich genieße einfach diesen wunderschönen Sonnenuntergang. Also ich ziehe weiter und wir sehen uns gleich beim nächsten Signal. So, der nächste Fund entpuppte sich als Kugel. Ist irgendeine Kugel oder eine Glocke? Eins von beiden. Ja, eine runde kleine Glocke mit Alu überzogen. Ich denke mal, das ist eine Glocke. Hier unten ist eine kleine Öffnung. Ja, wird eingepackt und wir ziehen weiter. Hoffentlich klingelt die noch irgendwann im Nachhinein, wenn ich sie sauber mache. Also, bis zum nächsten Signal. So, Freunde, knapp 100 Meter weiter zeigte sich die nächste Münze gefunden. Ja, mein Kollege hat auch gerade eine Münze gefunden und mein Bruder, der schreit von da ganz vorne, der macht heute auf Sicht Fund, hat jetzt schon seine zweite Münze gefunden. Ups, ja, die sieht aber auch noch schick aus. Das ist ein Zweier. Zwei Pfennig, denke ich mal zu erkennen. Zwei Pfennig aus dem Kaiserreich, denke ich mal. Ja, schöne Patina. Da kennt man die zwei noch. Und hinten ist auf jeden Fall der Adler zu erkennen, oder? Ja, ich mach mal kurz nass. So, nee, erkennt man nicht. Aber ich mach sie euch sauber. Nee, kein Adler hier. Die Ähren, also diese, na, sag schon, auf den Feldern die Ähren halt, ne? So, zwei Pfennig aus der Kaiserzeit packe ich ein und wir ziehen weiter. So, kurz vorm Auto haben noch ein paar Meter. Hat sich hier nochmal ein Münzlein gezeigt. Ich denke mal, das sind 10, sich Regen bringt Segen. Oh nein, 10 Kaiserreichpfennige. Da sieht man die 10 noch vorne. Ja, packe ich ein und zeige sie euch nochmal in der kompletten Fundausbeute, die wir heute gemacht haben. Also, wir ziehen weiter und machen auch gleich Feierabend. Also, bis zum nächsten Fund. So, Freunde, gleich wird's dunkel, aber ich habe den nächsten Fund hier noch zu verzeichnen. Und ich glaube, das ist wieder ein alter Lippenstift, so wie ich ihn schon mal gefunden habe. Leicht verziert. Ja, den kriege ich auf jeden Fall noch auf. Mache ihn euch sauber und zeige ihn euch nochmal in der Fundzusammenfassung. Der sieht noch richtig schick aus. Ja, zeige ich euch nochmal in der Fundzusammenfassung. Packe ich ein. Ein Lippenstift, denke ich mal. Komplett, noch ganz. Und wir ziehen weiter Richtung Auto.